Tarm Network of Germany. Das Bundesnetzwerk Tarm, das ist ein Netzwerk, das alle Menschen mit afrikanischen Wurzeln, alle Vereine in ganz Deutschland vernetzen möchte. Und wir haben die große Freude, das große Glück, jetzt eine Finanzierung vom Bundesinnenministerium bekommen zu haben, um unsere Struktur bundesweit aufzubauen und zu professionalisieren. Und seit Januar 2018 gehen wir von Bundesland zu Bundesland, um TARM zu starten. Wir waren Ende Februar in Hessen, in Gießen, da haben wir TARM Hessen gestartet. Danach waren wir in NRW, in Essen, da haben wir TARM NRW gestartet. Ende März waren wir in Rheinland-Pfalz und heute sind wir hier in Niedersachsen, um TARM Niedersachsen zu starten. Ich freue mich, dass viele von euch aus Oldenburg hergekommen sind, aber wir haben auch viele, die aus anderen Städten von Niedersachsen, aus Esch, Esch, E-S-C-H, nicht mehr da, aus Lingen, yes, herzlich willkommen, aus Emden, herzlich willkommen, aus Hameln, yes, herzlich willkommen, aus Kostermark, okay, habe ich Klostermark, Entschuldigung. Herzlich willkommen. Du hattest noch was? Auf Papenbruch, oder? Nee. Auf deinem Zettel. Nee, das war das Ziel. Da hat mir ein Zettel gegeben. Leute aus Papenbruch oder sowas. Ja, super. Und aus Hannover. Sehr gut. Herzlich willkommen. Also, das ist ein großer Tag für TARM, für Deutschland, für die afrikanische Community, für Niedersachsen, aber auch für Oldenburg. Und ich möchte an dieser Stelle ganz, ganz herzlich mich zunächst mal bei der Bürgermeisterin Wolf bedanken. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ein Applaus für Sie. Die Bürgermeisterin ist da, um die Stadt Oldenburg hier zu vertreten und auch um TARM Niedersachsen Oldenburg mit uns gemeinsam zu starten. Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken bei Cyril Dumbé, der das Ganze hier organisiert hat. Er hat gesagt, ihr kommt um 12 morgen, wir haben alles im Griff. Und er hatte recht. Ein Applaus für Cyril und seine Frau und sein Team. Ich möchte mich bei allen Integrationsbeiräten und Beirätinnen aus Oldenburg und ganz Niedersachsen bedanken und auch herzlich willkommen heißen. Aus Bremen auch. Hier. Bitte? Aus Bremen. Bremen. Oh, Bremen ist da! Also wir sind in Bremen nach der Sommerferien und ich möchte euch dort sehen, wenn wir TARM in Bremen starten. Wunderbar. Alles klar. Also sehr geehrte Damen und Herren, warum ist es wichtig, dass wir uns vernetzen? Warum? Es gibt so viele Dachverbände, Organisationen, Vereine. Warum ist es wichtig? Wir sind nicht nur 800.000 Menschen mit afrikanischen Wurzeln, die hier in Deutschland leben. Wir haben aber auch auf der lokalen Ebene mehr als 3.000 Vereine. Und das Problem ist oft, dass jeder Verein alleine arbeitet. Jeder Mensch ist, wir sind oft Einzelkämpfer. Und wir haben uns gedacht, wir leben in Deutschland. Und in Deutschland sind Vereine, Verbände strukturiert auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, auf Bundesebene. Deswegen ist es wichtig, dass wir zusammenkommen, dass wir uns vernetzen, dass wir zusammenkommen, um gemeinsam für unsere Interesse zu kämpfen auf allen Ebenen. Und das ist heute mehr denn je als wichtig, denn wir leben in einer Gesellschaft, die total gespalten ist. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man sich immer wieder fragt, wer gehört zu Deutschland, wer gehört nicht zu Deutschland. Ich sage, auch wenn ich eine solche Hautfarbe habe, ich bin Deutsche und ich gehöre ganz eindeutig zu Deutschland. Ich bin hier zu Hause, ja, und deswegen ist es mir wichtig, dass ich etwas tue, um die Zukunft meines Zuhauses zu gestalten. Ich denke, es geht euch auch genauso und vor allem geht es unseren Kindern, die hier geboren werden, hier leben und hier aufwachsen genauso. Deswegen müssen wir kämpfen, gemeinsam kämpfen, um das hier zu gestalten, um unsere Heimat zu gestalten, um unsere, die Zukunft unserer Städte, Länder und Kommunen zu gestalten. Ja, ich habe, als wir TARM angefangen haben, habe ich gemerkt, es gab sehr viele Diskussionen. Was ist uns wichtig? Wofür sollen wir uns einsetzen? Die einen sagten, ja, das Leben in Deutschland ist wichtig. Wir müssen schauen, dass wir gleichberechtigt sind, dass wir Zugang zur Arbeit, zur Bildung, dass wir Geld haben.
Die anderen sagten, nein, wir sind hier, um zu arbeiten, Geld zu verdienen und unsere Familien zu unterstützen. Also die einen wollten hier leben und hier das Leben hier gestalten, die anderen wollten sich eher Richtung Afrika oder Heimatländer richten. Und das war immer ein Problem. Dann habe ich gesagt, das Einfachste ist, wenn wir sagen, wir als TAM, wir wollen das gemeinsame Leben hier gestalten, wir wollen für das Thema Integration einsetzen, aber wir wollen auch alles tun, was wir können, um unsere Heimatländer weiterzuentwickeln. Richtig. Deswegen haben wir uns für diese zwei Schwerpunkte entschieden, einmal die Förderung der Integration der Menschen mit afrikanischen Wurzeln, aber auch der anderen Menschen hier in Deutschland und die Stärkung der Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben, werde ich euch nachher zeigen, sehr viele Projekte, die sich in zwei Bereichen auch in zwei Bereichen fokussieren. Und ich möchte uns einfach einladen, es ist jetzt nur ein Grußwort, jetzt am Anfang von dieser Veranstaltung, seien Sie dabei, machen Sie mit. Es ist wichtig, dass wir zusammenkommen, dass wir gemeinsam für unsere Interessen kämpfen. Es ist wichtig, dass wir nach außen sichtbar werden, dass wir zeigen, dass wir Teil dieser Gesellschaft sind und dass wir nicht still bleiben, wenn einige Menschen der Meinung sind, dass wir nicht dazu gehören. Also herzlich willkommen und ich freue mich auf diesen gemeinsamen Nachmittag. Dank für dieses Grußwort. Als Nächste bitte ich Frau Bürgermeisterin Wolf, uns hier ihr Grußwort zu halten. Ja, sehr geehrte Frau Dr. Nantscha, sehr geehrter Herr Makole, Herr Dumbe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frau Dr. Nantscha, ich habe Gänsehaut. Ich sage zu jedem Ihrer Worte, ja, ja, ja. Das ist der richtige Weg. Das andere, das mit dem Wetter. Ich finde, das habe ich in Oldenburg richtig gut hingekriegt, oder? Ja. Mit und von Afrikanern in Zusammenarbeit werden als 5 Bundesministerien. Das Ziel ist es, Menschen mit afrikanischen Wurzeln zu vernetzen, die Integration zu fördern und der afrikanischen Community eine Stimme zu geben, auf allen Ebenen, auf der kommunalen Ebene, auf der Landesebene, aber auch auf der Bundesebene. Das ist der aktuelle Vorstand, Bundesvorstand von TAM. Wir sind zu 7 im Vorstand. We collaborate with different departments of the government, which also plays into the point of making the voice of African people in Germany louder and more important. So the structure of what we are doing today right now with the start of TAM Niedersachsen basically means that, as I said before, we are starting TAM in every Bundesland all over in Germany, and within that Bundesland, several people are representing their own cities. So, for example, in Niedersachsen we have Oldenburg, so we will have a representative for Oldenburg, we will have... Es gibt so viele Afrikaner, that is, the Aziz Anakan. I might send it here in Niedersachsen. Okay. Most of these adults had me, he gave up. Was in medicament for talk. And then they ever so. Most of this came in the end, while the assailant is on the cart. Okay. And these adults, he gave up. Over hard. And most of this is here crank. Only we medical beds, if right. But this is not a thing. They can't so again, they can't be able to get by the why the asylum is African. What is it now? Give in general, what is it not a good result for medical beds? In global tank, that's my hand. Our tank is for Africa. That is the African in Germany. We are run for treatment of tanks, Afghanistan and others.
Danke schön. Also, eine Frage war für Sie, glaube ich. Ja. Ja? Okay, dann werde ich nochmal sagen, warum kann auch mit Menschen aus Afghanistan und Syrien zusammenarbeiten? Weil wir uns auch als Deutsche verstehen. Viele Menschen, also afghanische Wurzeln, sind Deutsche. Sie sind einfach Deutsche. Dankeschön. Und sie verstehen sich als Deutsche und sie sehen, dass sie auch einen Beitrag zu der Gestaltung der Integration ihrer Stadt leisten müssen. Und in dieser Stadt leben nun mal Leute aus 150, 160 Nationalitäten. Das sind alle Menschen, die zu dieser Stadt gehören. Und deswegen, wenn wir sagen, wir wollen einen Beitrag für die Entwicklung unserer Stadt leisten, nicht nur für afrikanische Menschen, dann machen wir unsere Tür offen auch für andere. Und ich muss sagen, die Menschen auf der Insel, ich sage Syrien, sie fühlen sich so wohl bei den Afrikanern, das ist der Wahnsinn. Wir sollen echt stolz darauf sein. Noch zu dieser Medikamentengeschichte mal was sagen. Also wir leben lange hier in Deutschland und es sind so viele Sachen vorhanden, die wir nicht in Anspruch nehmen, weil wir nicht wissen und weil wir uns auch nicht informieren. Das Land Niedersachsen hat viel vor die Integration der Migranten hier gemacht, besonders für die Geflüchteten. Ja? Es gibt die so-called Medinet. Da können Geflüchteten, man nennt diese Gruppe Papierlose, ja, die können hingehen und sagen, ich bin krank, schwer krank oder auch nur leicht krank, ja, die werden behandelt. Und das Krankenhaus muss diese Menschen auch nicht mal melden bei den Behörden, dass er keine Papiere hat. Ja. Das ist eine Sache, die schon seit 4, 5 Jahren jetzt in Deutschland läuft, ja, und es gibt auch die sogenannte anonyme Krankenschein, ja, den man auch beantragen kann. Man muss nicht immer zum Sozialamt gehen, wenn man krank ist, um zum Arzt gehen zu können. Das gibt alles schon in Niedersachsen, man muss sich nur informieren. Und davor ist dieser Verein in Was können wir selbst für ein Gelingen vom Tan tun? Andere Gruppe hat geschrieben in Englisch, Information Vermittlung. That is, the, who will help? Also, Deutsch, aber man muss hilft sammeln. Aber, so, we will help Tan to advertise Tan.
Some people is in this city, they don't know about TAN. So we have to advertise and tell people, because it's only when you know, you will ask questions. Some people don't know where to go for their help. Or to ask questions, what do I do? So we help as individuals, as a TAN group, to help to advertise TAN to people who don't know about TAN. And number two, we write social network. So my group says number one, football, fire. Maybe sometime we'll come together to play football, to see ourselves, to know ourselves together as one Africa, because we are one family. Dankeschön. Wir erwarten von TAN, die Vereine zu helfen, eine Halle zu bilden, wo die Vereine sich also versammeln können und ihre Kultur führen können. Weil es ist hier ein großes Problem, ein Raum zu bekommen, wo die Vereine hier ihre Programme also durchzuführen können. Wir haben geschrieben, wie die andere Gruppe auch geschrieben haben, organisieren Seminar. Die erste Frage, was erwarten wir konkret von einer Mitgliedschaft bei TAN? Quelles sont nos attentes? Quels attendons de TAN? La réponse du premier question, c'est pour notre groupe, nous voulons que le TAN nous accompagne dans notre processus de l'intégration en Allemagne. L'idée de ça, c'est. Wir wollen, dass TAN uns bei unserer Integration in Niedersachsen unterstützt. La réponse du deuxième question. On peut contribuer dans le développement d'OTAN par rapport à notre expérience dans le domaine associatif. Für ein Gelingen von TAN können wir, stehen wir mit unseren Erfahrungen zur Verfügung. Et la réponse du troisième question. Il faut avoir plusieurs collaborations avec le représentant du TAN et avoir plus d'informations et toujours au courant des activités quotidiennes du TAN au Niedersachsen. Sehr gut. Für die dritte Frage, wir wollen einen engen Kontakt zum TAN-Vertreter haben und natürlich alle möglichen Informationen über Aktivitäten von TAN in Niedersachsen. Okay, machen wir die Französisch weiter. Bonjour, Madame et Monsieur. Je me nomme au nom de Ba Al-Hassan Chérif. Je voudrais m'exprimer en tant qu'asilier résident à Oldenburg, en Allemagne. Les attentes de Tanguy, j'ai écouté. C'est vrai, c'est pas facile la vie en Europe. Mais c'est une bonne idée de regrouper leurs chers perdus, leurs chers Africains. Les venir à l'aide. Also ich spreche hier als ein Asylbewerber in Oldenburg. Ich finde die Idee von TAN gut, denn das Leben für Menschen in afrikanischen Wurzeln ist nicht einfach. Deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Menschen zusammenbringen und vernetzen, um sie zu unterstützen. Le peu que je pourrais faire pour Tanguy, c'est d'être une personne de bon exemple. C'est-à-dire respecter la loi au même pied d'égalité, même malgré l'environnement auquel nous vivons, il existe le racisme d'une autre peau différente, je ne les juge pas. C'est leur manière de faire ou de vivre. Mais ce qui fait plus mal, tu peux rencontrer parfois tes chers Africains et que tu veux leur soutien pour qu'ils te viennent en aide. Ils peuvent te refouler, ne pas t'accorder le temps. Et si tu ne vis pas dans l'environnement où ils sont, comment tu vas faire pour arriver là où tu devais aller? C'était super. Pour ça. Merci. 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 Also, was kann ich tun, um TAN voranzubringen? Mein Beitrag ist ganz einfach. Ich kann andere Menschen respektieren. Das Leben in Deutschland ist nicht einfach, weil wir oft mit
dem Rassismus zu tun haben, aber es ist wichtig, dass wir diesen Menschen, die uns vielleicht nicht akzeptieren, so wie wir sind, respektieren, trotzdem respektieren. Was aber sehr weh tut, ist, wenn man anderen Menschen mit afrikanischen Wurzeln trifft, von denen erwartet, dass man vielleicht eine Unterstützung bekommt und man bekommt die Unterstützung nicht. Wie kann ich als Mensch, als Asylbewerber Kontakt zu anderen Afrikanern haben, wenn sie gar nicht mit mir was zu tun haben wollen? Also, es ist, glaube ich, ein Appell, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und dass wir uns wirklich als Brüder und Schwestern betrachten und uns gegenseitig unterstützen. Vielen Dank. Merci. Okay, die erste Frage. Was erwarten wir konkret von einer Mitgliedschaft bei TAN? I'm from Group D. We expect responding to our requests. When we have requests that TAN show concern and respond quickly to whatever request, yes, as soon as possible. Then also regular visiting to Africans, being in regular contact with Africans. Antwort. Okay, very good. Thank you. Ishinaze of English. African communities have no African houses in Niedersachsen and in Oldenburg. But Indian family, Turkish family, Jewish family, Yazidi family, Kurdistan family, Sinti and Roma, etc. They all have their own houses. So if we are Africans, we deserve our own houses, not gathering in church, hotel or rented houses, but our own African houses. Many African children here have no knowledge of African culture and tradition. All they have is religious knowledge with colonial mentality. It is very important for African children to learn about African history, culture, and tradition. Thank you. This is my advice from Traditional Moke. You can also see me on Facebook, Traditional Moke, Oliver Mega. Okay, thank you. Or in the blog, Restore Igbo Culture and Tradition, because everybody here have culture and tradition. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Zwei Punkte. Der erste Punkt, wir brauchen hier in Oldenburg und in Niedersachsen ein Afrika-Haus. Wir haben sehr viele Menschen. Also er sagt, die afrikanische Community braucht in Oldenburg und in Niedersachsen ein Afrika-Haus. Wir können hier sehen, wie Menschen aus anderen Ländern, Indien, Türkei, alle Roma und Sinti, Leute, wir können sehen, dass sie alle ein Haus haben, aber die Afrikaner haben kein Haus. Deswegen brauchen wir ein Afrika-Haus. Der zweite Punkt, wir haben sehr viele Kinder, die keine Ahnung von ihrer eigenen Kultur und Religion, Tradition haben und die eigentlich eher mehr Ahnung von Religion, von Religion haben und die Religion, die eher was mit dem Kolonialismus zu tun hat. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir unseren Kindern nicht nur unsere Geschichte beibringen, sondern auch unsere Kultur, unsere Tradition. Super. Und er selbst, er ist in seinem Verein für die Restauration, so habe ich gehört, der Igbo-Kultur zuständig und er ist auch auf Facebook zu sehen. Das ist die letzte Gruppe, die vorletzte Gruppe. Okay, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Mon prénom, c'est Dominique. La réponse qu'a donné mon groupe concernant la première question, ok, la réponse est ceci. En tant que détenteur de Doudou, nous subissons un très mauvais traitement étant nous jeunes en être. Also wir haben alle, wir sind alle geduldet und als geduldete Menschen haben wir nicht einfach, wir erwarten, dass TAN uns unterstützt. Na, je suis ivoirien, je subis, je, ok, je n'ai pas le droit de terminer les cours d'intégration. Que TAN nous vient en aide.
Ich komme aus der Elfenbeinküste und ich habe eigentlich keine, ich habe nicht eine integrationsgroße Teilnehmer, beziehungsweise ich darf es nicht. Ich brauche deine Unterstützung von da. Et on aimerait aussi participer à toutes les activités de Tanka. Wir wollen auch an allen Aktivitäten von Tanka teilnehmen. La troisième réponse, la troisième question, c'est recevoir des informations de Tanka dans nos différentes localités. Wie wir mit Tanka zusammenarbeiten wollen, wir möchten gerne alle Informationen über Tanka-Aktivitäten in allen unseren Städten bekommen. Vielen Dank. Ja, meine Gruppe waren meistens Asylanten, deswegen haben wir die ganz andere Vorstellung. Und wir wollen dann Ihnen helfen, Ihre Dokumente für die Asylbehandlung zu beschaffen. Wir wollen Hilfe von Anwälten, dass dann die helfen, Anwälte zu helfen, die diese Asyl Verfahren durchzustehen. Und dann, es kamen auch einige Asylanten, nicht direkt aus Afrika, sondern aus Zweitländern wie Italien oder Spanien. Diese Leute wollen, dass die wieder zurück in diese Länder zurückgehen, aber die wollen das nicht. Deswegen wollen das dann. Diese Problematik auch mithelfen. Und die zweite, was können wir selbst für ein Gelingen von Tan? Ja, wie gesagt, die sind nur Asylanten und die haben nicht so viel. Deswegen wollen wir, dass Tan es in der Bleiberechte wieder erstmal beschaffen und dann können die auch in der Lage, together with Tang and also be able to draw from all the experiences from the others in the network, we would like to find help regarding our documentation, regarding our issues with the job centers, and we would like to have a central point where we could actually get that help, and because we don't know where to find help often. Also, there's help needed for people or for refugees who become homeless. It would be nice to help each other within the African community, for example, when they need a place to sleep or to eat something. And we need help for how to deal with our staying permits. For the second question, which also goes a bit into the third question, so I'll just deal with the questions together. We would like to report from the African community to Tang, so that Tang also knows what the problems are, what the issues are in the community. We would like to come together with a huge voice so that we get actually heard. And we would like to have a big community of organizations so that we can all draw from these experiences from the different organizations. Thank you.
Yeah.
Deswegen, wir müssen da auch kämpfen, damit wir da auch kämpfen.